Abok, Abok, Abok! Weißt du, was wir heute machen werden? Heute werden wir eine schöne Zeit verbringen. Nein, was Besseres! Denn wir werden heute auf Pooh aufpassen. Oh, der sieht ja süß aus. Und glaube mir, wir werden das gemeinsam schaffen. Zumindest hoffe ich das. Ja, du bist ja der Profi, ne? Naja, ehrlich gesagt nicht. Aber wir haben verschiedene Aufgaben und wir müssen jetzt zum Beispiel Pooh füttern. Ja, dann lass mal machen. Er braucht einen Apfel. Ja, einen Apfel. Also du kannst gerne mal Pooh mitnehmen. Und wo kriegt man natürlich Essen her? Natürlich aus dem Kühlschrank. Und da ist nicht der Kühlschrank. Pooh kommt durchs Klo, Digga. Was, ey? Lass mal Pooh in Ruhe. Nein, 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 wir müssen babysitten. Das gibt sonst nur Ärger. Oh Mann, ich wollte ihn runterspülen. Ich habe nämlich der Mama versprochen, dass wir auf Pooh aufpassen. Und hier haben wir viele Leckereien wie ein Ekel-Sandwich. Was haben wir hier noch? Hier haben wir Sushi. Ja, lecker. Dann haben wir hier noch Äpfel? Was isst du eigentlich am liebsten? Sushi, Äpfel, Burger. Von den Sachen würde ich sagen, Pizza. Okay, Pizza, ja. Du kannst gerne Pizza nehmen, ist deine. Okay. Schenke ich dir. Lecker, ja, danke. Den zugemacht. Ich guck mal. Oh, hier ist aber nichts drin. Nee. Ey, Alter! Aber auch das ist eklig, was du hier gemacht hast. Ja, ich hab gepupst. Nicht ja, gepupst. Ich hab's gesehen. Okay. Als nächstes ist unsere Aufgabe: Wir müssen Pooh waschen. Okay, willst du Pooh mitnehmen? Ja, ich nehm Pooh mit. Ich nehm Pooh mit. So, okay, dann müssen wir ins Badezimmer. Mit. Ja, so, ja. Pooh. Hier. Dein Arsch ist braun. Was? Ey, Junge! Bye! Okay, wir waschen mal. Pooh, Leute. Naja, der braucht eine ordentliche Wäsche hier, ein bisschen mit dem Schwamm so und natürlich, ein bisschen abwaschen. So. Wir waschen Pooh mit Shampoo. Okay, machen wir das. Pooh mit Shampoo? Ja. So, warte mal, Freunde. Jetzt. Okay, warte mal, manchmal geht das... Manchmal geht das hier nicht so richtig höher. So. Ja. Ich wollte jetzt sagen, was sind das für Beulen? Das ist aber Schaum. Ja, gib Pooh Medizin. Okay, Pooh ist anscheinend krank. Oder was auch immer. Gute Besserung, Pooh. Ja, so. Hier haben wir natürlich Medizin. Bitteschön, Pooh. Und was sind das jetzt für Bälle? Das ist Schaum. Das ist Schaum, denke ich mal. Ey, warte mal, wir müssen ihn abschäumen. Pooh, du darfst doch jetzt hier nicht komplett eingeschäumt rumrennen. So, Pooh ist auf jeden Fall im Bett bereit, aber wir sollen erstmal Ball mit ihm spielen. Ja, ich werf ihn mit dem Ball ab, pass auf. Okay, warte mal. Ich werf ihm den Ball zu. Ja, werf ihm einfach mal den Ball zu. Okay, das müssen wir ein paar Mal machen. Guck mal. Bam. Ey, wir können auch zu zweit gut machen. Ja. Hängen. Jetzt kommt er zu dir. Und zurück. Wir spielen jetzt eigentlich gerade mit ihm. Ja, wir müssen ihn abwerfen. Das ist für ihn Spielen. Das ist für ihn Spielen. Also das ist kein Mobbing. Das ist kein Mobbing. Das ist Spielen. Nee, für manche ist das Spielen und... Warte mal. Guck mal, und jetzt schläft er. Wir haben ihn so lange abgeworfen, bis er müde wurde. Pooh? Der ist gar nicht bewusstlos. Ja, Pooh, bist du schon müde? Hallo? Pooh? Okay, ich glaube, er ist eingeschlafen. Wir müssen ihn ins Bett bringen. Pooh ins Bett legen und schlafen. Okay, wir... Legen mal Pooh ins Bett. So, das ist Poohs Bett. Schau mal, das ist relativ klein, ja. Süß. Das ist ein Kissen. Ja. Und, Leute, was ist das eigentlich? Jumpscare alle? Was? Das machst du jetzt nicht, oder? Nee, mach ich nicht. Okay, lass uns das Licht ausmachen und dann... Was hast du gemacht? Ja, okay. So, wir legen uns... Ich leg mich schlafen. Ich bin müde. Pooh ist müde und jetzt geht's ab. Hä? Warte mal, ey, wer klopft da an der Tür? Hörst du das? Es klopft jemand. Ja, aber... hier ist die Tür. Willst du öffnen? Komm, öffne und... Was passiert jetzt? Da! Oh, wie süß, die Freundin ist da. Das ist Polina. Okay, Polina, wir müssen natürlich erstmal deinen Freund Pooh holen. Jetzt müssen wir sogar beide füttern, okay? Wir wissen jetzt langsam, wie das Spiel funktioniert. Pooh, das gibt jetzt erstmal Essen. Hä? Junge, der Mund. Als ob wir noch so viel zu essen haben. Ich kümmere mich dann um Polina, ne? Ja, Polina, wie auch immer. Auf jeden Fall kriegt sie erstmal Essen. Ja, aber gib hier keinen von den Kacke-Dings da. Nein, bah, Junge, sowas macht man nicht. Und gehe einkaufen. Okay, komm, lass uns mal auf jeden Fall ein bisschen neue Sachen kaufen. Ich meine, wir haben nichts mehr. Ja, dann lass das mal machen. Dann müssen wir rausgehen. Ganz genau, wir sind einkaufen und... Finde Polina. Warte mal. Warte mal, sie hat sich versteckt. Oh nein.
Hide and Seek einfach. Warte mal, wir müssen Polina und Pooh. Ich sagte, hier ist ein Geheimgang hinter dem Bücherregal. Das ist so obvious. Das Ding ist, ich finde Polina nicht mehr. Oh, der Einkauf ist auf jeden Fall hier. Aber wir finden Polina nicht mehr. Pooh, wo ist Polina? Sag's mir. Ich weiß es nicht. Ich finde sie nicht. Hier, der Schrank ist abgeschlossen. Geh da mal vor und drück mal E. Warte, ich leg erstmal. Können wir Pooh wenigstens schlafen legen? Ja. Mach mal auf drei. Warte. 1, 2, 3. Ja, geht nicht. Ein Jumpscare, als ob ich mich erschrocken hätte. Oh Mann. Das hat leider nicht so ganz funktioniert bei mir. Aber wir haben jetzt Pooh ins Bett gelegt und Polina, die fehlt irgendwie. Leute, ich kann sie nicht mehr finden. Ich finde sie wirklich nicht mehr. Ich sag dir eins, die versteckt sich hinter einem Bücherregal. Soll ich dann mal nachgucken? Warte mal, was steht hier denn? Lieber Papa, ich habe das Haus verlassen. Sucht mich nicht. Polina, warte mal. Ey, ich hab gesagt, die soll 12 Uhr zu Hause sein. Hä, das Regal ist wirklich nicht, ist wirklich kein Geheimgang. Ja, okay. Aber wir machen jetzt erstmal, würde ich sagen, die Aufgaben, die da stehen. Ich lege mich jetzt mal ins Bett und Licht aus und... Okay, jetzt kannst du hinter dem Regal suchen. Jetzt ja! Ey, ich hab's doch schon gedacht, dass da was ist. Jetzt ist dein großer Tag gekommen und Pooh, ich hoffe... Junge, wie sieht Pooh aus? Guck mal, wie Pooh sich verändert hat. Der hat nichts getrunken. Der ist so zertrocknet. Wie so ein Schwamm. Wie SpongeBob. Wenn er nichts trinkt. Ich glaube, Pooh, du siehst überhaupt nicht mehr gesund aus. Vielleicht, ja, der sucht Polina. Ich glaube, oh Mann, der arme Pooh. Der vermisst sie richtig. Ja, Mann, aber irgendwie ist hier nichts hinterm Regal. Ja, vielleicht gibt es auch noch ein anderes Regal, was damit gemeint ist. Zum Beispiel hier. Nee, hier. Das hier. Nee, okay, Leute, wir müssen irgendein Regal finden. Untersuche hinter dem Regal. Vielleicht dieses Regal? Nee, so viele Regale gibt's doch gar nicht. Okay, Leute, was ist unsere Aufgabe? Ich meine, ich habe keine... Oh, vielleicht das unten hier? Nee, aber hier waren wir auch vorhin schon. Hä? Vielleicht müssen wir... Wo ist Pooh? Wo ist Pooh, der zertrocknete da? Ich drück ihn mal ins Regal rein. Hier kommt die ganze Zeit so ein Sound. Nja, bei mir. Ich weiß nicht. Pooh, ey, was macht Pooh da oben? Okay, warte mal. Ich habe keine Ahnung gerade, was wir machen können. Ich meine, kann ich vielleicht untersuchen? Ja, wir haben hier die Äpfel. Die brauche ich eigentlich gerade nicht, ne? Nee, Mann, die brauchst du gerade nicht. Nee. Das hat hier irgendwas mit dem Regal zu tun. Auf jeden Fall. Ich kann immer nur... Oh, warte mal. Was ist das? Was ist das hier? Das lag gerade hier vorne, neben Badezimmer. Okay, wie oder... Ich sag dir eine Sache, Vitamine. Ja? Kennst du Baby in Yellow? Das ist, kommt mir vor wie Baby in Yellow. Ja, ich kenne Baby in Yellow. Also so ein bisschen. Nee, es geht nicht. Warte mal, können wir raus? Wir können auch nicht raus. Okay, wir müssen jetzt irgendwie einen Weg finden. Investigate behind the shelf. Ist da auch ein Schalter? Hast du mal geguckt, ob im Regal ein Schalter ist? Ja, ich habe aber nichts gefunden. Ich habe ganz viel angeklickt da. Okay, vielleicht ist irgendein Buch... von diesen allen hier ein geheimer Schalter. Aber so wie es aussieht, nicht. Ich meine, irgendwo muss es doch ein Geheimversteck geben. Ist das hier? Nee. Vielleicht brauchen wir irgendeinen Gegenstand, den wir da hinbringen müssen. Das kann sein. Okay, ich glaube, Leute, wir müssen das irgendwie mit diesem Item hier öffnen. Ich weiß aber nicht genau, wie. Das sieht doch auch aus wie eine Kamera. Damit kann man das bestimmt super untersuchen. Ja, Pooh, du bleibst jetzt erstmal da. Okay, untersuche das Regal. Okay, du hast es geschafft. Stark, du hast sozusagen alles aktiviert und... Oh, Polina! Na, Was? Okay, Freunde. Alter. Warte mal. Nimm die was müssen wir jetzt? Tippen sie auf, drücken sie die zweite Maus. Ich weiß doch nicht mal, was ich machen soll. Ah, wir müssen abstimmen, was wir brauchen. Dann sag du, Vitamine. Okay, ich würde sagen, komm, wir voten einfach mal für den Ball. Okay. So, jo, warte mal, hier... Alter, was ist denn das jetzt für ein Riesenpuh? Wo kommen die ganzen Puhs her, Leute? Nimm die Flüssigkeit. Oh, Leute, ich habe die Raygun. Hast du die Raygun in der Hand? Ich kann gar nichts machen. Der hat mich gefangen, Vitamine. Oh, wann kriegst du das mit? Oh nein. Aber keine Sorge. Ich werde dich bin jetzt in der Küche. Der nimmt mich die ganze Zeit mit von Ort A zu B. Ich war im Spielzimmer. Jetzt bin ich zweimal in die Küche. Was? Siehst du mich in der Küche? Nein, du musst die Raygun nehmen. Hier ist nichts, Freunde. Jetzt bin ich im Badezimmer und habe hier den Schwamm mit Duschkopf. Ah, ich verstehe, Freunde. Okay, man muss voten, damit man immer woanders hinkommt. Hier gibt's kein Vote. Der nimmt mich. Rette mich. Wir müssen jetzt, nimm die Flüssigkeit aus der Küchenschublade und die Raygun aus dem...
Ah, jetzt verstehe ich das, Freunde. Wir müssen uns sozusagen die ganze Zeit hin teleportieren. Okay, wir haben jetzt hier, genau, die Flüssigkeit. Bam, zurück ins Schlafzimmer. Mit Rechtsklick kannst du die ganze Zeit hin und her switchen. Das sind so mehrere Zehen. Ach so, aber dich hat er auch festgehalten, ne? Ja, 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 der war die ganze Zeit bei uns in der Nähe. Und jetzt müssen wir gemeinsam die Vordertür verlassen, okay? Ich weiß nicht, ob das damit hier gemeint ist und... Ey! Junge, ich habe Angst. Was machst du da? Oh mein Gott. Oh, oh. Okay, pass auf. Wir müssen jetzt vor einem riesigen Buu, einen gefährlichen Buu, aufpassen. Okay, wir müssen... Legen Sie die Raygun auf die Couch. Hast du die Raygun? Haben wir gemacht. Die ist oben drauf. Lass Buu auf das rote X treten und... Alter. Aber warte mal, ist das eigentlich gerade alles ein schlechter Albtraum? Was ist das? Ich meine, Freunde, schaut mal, alles ist hier verwüstet. Die ganze Küche sieht komplett verwüstet aus. Sein Spielzimmer ist zugenagelt. Auch hier das Badezimmer. Wir kommen da nicht mehr rein. Das Einzige, was wir machen können, ist gemeinsam fliehen. Komm, wir hauen jetzt ab. Ich will hier nichts mehr mit Buu zu tun haben. Und was? Wo hast du mich da eingeladen? Du bist geflohen. Du hast einen eifersüchtigen Kumpel überlebt. Was? Was hast du mit mir getan, Vitamine? Ehrlich gesagt nicht. Okay, ich habe Fortfahrt gedrückt, Freunde. Es geht nämlich anscheinend nur ein bisschen weiter, oder? Nee, es geht nicht weiter. Wir sind jetzt... Sind wir im Haus gefangen? Ich glaube, wir können... Wir sind jetzt im brennenden Haus. Was hast du mit mir getan? Ich gucke gerade, ob wir hier vielleicht noch irgendwas machen können. Die Raygun, wir können nichts benutzen, ne? Ey, oder? Können wir hier... Nee. Ich glaube, das ist das Ende. Das war's mit uns, das ist das Ende. Was hast du getan? Oh Mann, okay. Leute, ich glaube, jetzt sind wir gefangen. Aber Freunde, das war ja nur eine Möglichkeit, Buu zu retten, Buu zu überleben oder vielleicht Paulina zu retten. Ich glaube, Abok, das sollten wir demnächst noch auf jeden Fall machen. Oder was sagst du? Also, die müssen wir auf jeden Fall retten. Ich denke auch, Paulina und die ganze Familie wird ja sonst sauer sein, dass wir nicht richtig Baby gesittet haben. Aber, Freunde, ich würde sagen, wenn ihr gerne noch einen zweiten Teil sehen wollt, wie wir Paulina retten, dann lasst es mich wissen mit einem Daumen nach oben da. Vergesst nicht, kostenlos gerne zu abonnieren. Schaut unbedingt bei Abok vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen beim neuen Video. Bis dahin, tschüss! Ciao!